dann sagst du normalerweise ein Leben lang zusammen. Also wie groß ist das, oder? Das wäre nicht. Die Kinder können bei uns in die Welt der Pinguine eintauchen, beispielsweise die Pinguineier bestaunen oder auch die Pinguinfeder genau unter die Lupe nehmen. Bei der Kreativecke gibt es allerlei Kunstwerke, um die Pinguine anzufertigen, wie zum Beispiel eine hübsche Pinguinmaske. Die jungen Zoobesucher können bei uns aber auch in die Rolle eines Pinguins schlüpfen und wir werden natürlich die Kinder auch über die Bedrohung der Pinguine informieren. Die Pinguine zählen zu den beliebtesten Zootieren in der Schönbrunner Tierwelt. Hier leben die Königs, die Humboldt und auch die nördlichen Felsenpinguine. Die Pinguine sind aufgrund des watschelnden Ganges bei den Kindern besonders beliebt und auch faszinierend. Sie können nicht wie die meisten Vögel fliegen, sondern hervorragend schwimmen und tauchen.